Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mit einer Challenge, und zwar diese Hits-Dings-Bums-Challenge. Auf jeden Fall, wir dürfen, ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, diesmal nur die linken Karten. Mal sehen. Wir sehen uns gleich in der Match. So Leute, wir stehen jetzt 1-0 und gehen direkt in die zweite Runde. Also, oh, Mega-Ritter ist geil. Hä, ist ganz, eigentlich ganz okay, das Deck. Ich hätte gern die Wächter gehabt. Und sonst eigentlich ganz gut. Na, ich finde noch Königsschweinchen eigentlich besser. Weil jetzt haben wir eigentlich zwei Tanks. Egal. Let's go. Falls ihr euch fragt, warum es so schallt, ich bin in meinem Zimmer, da schallt es immer. Ja, es hat sich gereimt. Ich soll Rapper werden. Okay, ist jetzt ein Baby Dragon. Und Königsschweinchen, da könnte ich auf jeden Fall sowas machen. Und jetzt haben wir direkt noch einen Konter-Push. Oh, er hat die Rekruten. Lass doch den Blasrock-Kobold in Ruhe. Mobber. Das ist natürlich... Ja, die Königsrekruten. Das ist ein bisschen gemein. Egal. Vielleicht setzt er ja noch irgendwas. Yep. Das sieht doch ja nicht mal so kacke aus. Ich meine, er macht hier zwar den Damage, aber... Naja. Dub, 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 daba, daba, dub. Da sind wieder die Königsschweinchen. Zack. Zack. Und nur ein Königsschweinchen kriegt einen Hit raus. Fledermäuse noch rein. Ich glaube, wir haben einen kleinen Vorteil, weil wir so viele Spam-Karten haben. So, was macht der? Okay, er setzt Spear-Gobs. Fledermäuse am Turm. Plus Blasrock-Kobold, das ist 1-0. Let's go! Ich habe nicht einfach den Mini-Packer. Wir haben 3 Tanks. Das ist schon krass. Setz mal hier einen Kobold-Riesen. Okay, er setzt einen Dark Prince. Eigentlich kein Problem. Ich meine, wir haben den Mini-Packer. Und jetzt will ich was machen. Ich mache sowas. Oh. Und jetzt wetten wir, er setzt noch irgendwas rein. Irgendwas. Ah, er setzt sie nach hinten. Das ist natürlich auch schlau. Oh, jetzt kriegen wir Probleme. Feuerball schmerzt. Oh, scheiße. Sieht gar nicht gut aus. Ich setze hier einen Mega Knight noch. Verdammt. Naja, er kriegt gar keinen Turm, oder? GG. Damit stehen wir schon 2-0. Wir sehen uns gleich in der nächsten Round. So, wir sind direkt in der nächsten Runde. Henker. Zack. 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 Oh Gott. Er hat die viel besseren Karten abbekommen. Obwohl wir am Henker gegen alle seine Spam. Oh Gott. Eigentlich ist es voll ein Standarddeck. Ja, ist voll ein Standarddeck eigentlich. Geil. Oh, er hat den Hunter. Okay. Hunter ist natürlich... Okay, wir haben einen Royal Giant. Setzt er noch irgendwas? Fischer. Plus Rabauken. Aber guckt euch jetzt diesen. Oh, der Henker wird in die Action reingezogen. Speargobs plus Tunnelgräber. Kommt. Skelette müssen. Nein. Egal. So, let's go. Also, ich denke mal, er ist nicht der Beste. Ja.
So, Leute, wir stehen 3 zu 0 und nehmen uns wieder nur die linken Karten. Ich habe das Gefühl, ich bin mit Challenges besser als ganz normal. Das heißt, ich wähle wahrscheinlich nur die falschen Karten aus. Ich bin einfach zu schlecht. Kartenmatch war wieder richtig spannend, Kappa. Also der Gegner war echt nicht gut. Okay, wir haben zumindest einen Miner und einen Ballon. Bin gespannt. Boah. Mein Internet hat voll gelaggt. Lol, Alter. Oh, okay. Das könnte jetzt ein bisschen kritisch werden. Egal. Nö, der kriegt 3 Hits raus, ist ganz gut. Prinz. Prinz kommt durch. Ah, Predict Feuerball lassen wir mal. Oh, links die Flugmaschine, rechts die Flugmaschine. Lol. Aber der Königsriese könnte noch nervig werden. Oh, ich dachte schon, er lässt Kanonenkörpern. Ich habe leider nichts, deswegen mache ich einfach sowas. Okay, er setzt einfach nichts gegen den Miner. Das ist auch mega geil. Mega Minion ist okay. Aber eigentlich nicht optimal geplaced. Aber naja. Ich mach mal sowas. Vielleicht hat er ja keine passende Antwort. Oh, Seppis. Oh, ich habe, glaube ich, den Feuerball. Nein, er war perfekt, der Feuerball. Er setzt einen defensiven Poison. Das müsste es 1-0 sein, oder? Ja. Es ist das 1-0. Ich mach diesmal sowas. Noch Skelette zum Durchzeigen. Oh, die Banditin, die war richtig scheiße. Tunnelgräber. Kommt er noch pünktlich? Nein. Ich setze so einen Loon rein. Oh, schlechter Poison. Ich habe das Gefühl, die Gegner sind hier echt schlecht. Geil. Vielleicht sollte ich immer erst die Challenge nach 2 Tagen spielen. So, Kanonenkarre noch ran. Sollte eigentlich gelaufen sein. Er will jetzt sowas. Aber weißt du was? Soll er den Turm haben? Das würde ihn Free Crown. Ich glaube, der kriegt den Turm nicht mal. Er kriegt den Turm nicht mal. Okay, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Und schwuppsdiwupps sind wir in der nächsten Runde. Oh, das tut weh. Auch? Das ist gut. Okay, also wir haben gegen seine Elite-Barbaren Valkyrie. Und sonst haben wir nur Trash. Ganz ehrlich. Gegen den Froschkönig. Okay, wir haben, glaube ich, echt ein Kackdeck. Weil ich kann überhaupt nicht mit Minenwerfer umgehen. Okay, er sitzt jetzt schon in den Koboldkäfer. Ah, nee, es one-shottet, glaube ich, gar nicht. Nö. Super. Egal, ich habe eine Valkyrie. Ja, Koboldkoloss läuft zurück. Alles klar. Muss man nicht verstehen. Wir könnten Skelett fast. Oh shit. Schlechtes Timing. Was soll ich jetzt gegen seine Hexe machen? Okay, er hat noch eine Skami. Hallo. Ich versuche noch irgendwas zu reißen. Ja, er greift die Kobolde an. Das ist gut. Hab überhaupt nichts. Egal, die Hexe ist am Turm, somit können die Kobolde sie holen. Aber das ist ein ganz mieses Matchup. Können auch sowas machen. Okay, jetzt setzt er da den Feuerball. Der Mortar ist jetzt wahrscheinlich am Turm.
Ich hab den Mortar gefailt. What the sh... Egal. Kann passieren. Wir machen noch sowas. Ja, das ist wahrscheinlich das 1-0. Das müsste das 1-0 sein. Hab keine Antwort. Oh, er setzt jetzt schon die Skami. Er setzt da die Skami. Okay. Muss jetzt einfach wieder eine Kobold. Oh, no, 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 no. Bei Küre. Dreh dich doch schneller. Ich mache nur ein Erdbeben. Ist jetzt auch nicht das Beste. Okay, ich schätze mal, er könnte es nur mit Feuerbällen schaffen. Oh, gutes Timing. Fledermäuse regeln. Okay, er braucht noch 2 Feuerbälle. Ich setze mal hier eine Kobolthütte wegen dem Miner. Da kommt er. Jawohl. Genau das wollte ich. Setze hier noch einen defensiven Minenwerfer. Das sollte gelaufen sein. Ja, das ist gutes Danke und gutes Spiel, Leute. Wir stehen 5-0. Let's go. Richtig knappes Match, aber egal. 5-0. Wir holen uns das ab. Gibt's ja auch noch. Zack, 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 zack. Super. Da tun wir noch ab. Ja, Grabstein, super. Und direkt in die nächste Round. Zack, 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 zack. Es geht, es geht, es geht. Ich hätte halt gern die Pfeile fürs Koboldfass. Aber sonst. Vielleicht haben wir noch, keine Ahnung, ein Holz oder so. Feuerball ist, denke ich mal, ganz gut. Vor allen Dingen, wenn er Backup beim Golem bringt. Chef Kock. Ah ja. Okay. Ich habe das Gefühl, ich kriege immer den Koboldriesen. Setze mal einen Mauerbrecher. Oh, er hat einen Ritter. Okay. Jawohl. Ist die Hexe drin? Ja, jetzt schon. Wir haben kein Elixier mehr. Das wird richtig schlimm. Nee, das... Ich habe so ein schlechtes Deck. Nee, das ist direkt ein 1-0. Nein, er hat so kranke Karten gegen mich. Er hat alles im Konter, alles. Vielleicht hat er jetzt keinen Ritter mehr. Oh, Feuergeister. Egal. Wir sind durch. Mit einem Mauerbrecher. Komm, geht mal noch zurück. Danke. Schwierig, wie ich durchkommen soll. Sitzt da eine Hexe? Sitzen Seppis? Okay, noch ein Ritter. Mega Lakai. Ich setze mal einen defensiven Feuerball. War ganz angebracht. Okay, Hexe macht halt Flächenschaden, das ist krass. Eiskohle? Ne, die gehen nicht alle auf den Eiskohle. Egal. Das war ein Koboldriesen. Und ich mach sowas. Vielleicht hat er gar nichts. Er hat wieder den Ritter. Das ist kaum zu fassen. Aber er war nicht optimal geplaced. Wieder ein Feuerball. Bisschen zu früh noch. Egal. Eisgolem wieder. Er hat die nächste Hexe schon. Er hat die nächste Hexe schon. Wir machen mal sowas wieder.
Ansager Feuer. Ah, shit. Ich glaube, das ist verloren. Das ist safe verloren. Ich versuche nur mal komplett reinzugehen. Mauerbrecher. 3, 2, 1. Ah, so knapp. Gutes Spiel und wir sehen uns gleich in der Runde. So, Junge, direkt in der nächsten Runde. Ich hätte gern Skelettarmee gehabt, ist klar. Ich hätte gern den Lightning gehabt, aber sonst ist ganz solide. Also den Rest hätte ich dann wahrscheinlich auch genommen. Let's go. Okay, wir haben noch einen Miner, das ist immer gut, um Druck zu machen. Oh, er setzt direkt einen Ritter. Okay. Wir haben noch eine Valkyrie, das gefällt mir. Weil er hat einen Skarmi. Okay, er bringt einen Giant. Er macht einen Lightning, okay. Ich mache einfach mal sowas. Das ist jetzt die Skelettenarmee. Scheiße, es wird richtig viel Damage. Okay, jetzt hat er uns. Ah. Skelette. Was soll ich machen? Ah. Wir haben so ein teures Deck. Ich muss jetzt den Ritter durchlassen und mir was überlegen. Ah. Leute, wir sind 5-2, Alter. Er hatte wieder so ein krankes Deck. Egal was ich gesetzt habe, immer hat er eine passende Antwort. Ich setze erst diesen Kackteil. Er hat eine Skarmi. Ich setze nochmal das Kackteil. Er hat einen Mini-Packer plus Biergobs. Ich sehe jetzt einen Miner. Er hat, hier ist die Scheiße. Er hat einen Ritter. Ich setze einfach alles. Er kontert einfach alles. Meine Hexe mit dem Lightning ausgeschalten. Komm, jawohl. So will ich das sehen. Also es war schon echt blöd. Fürs Protokoll. Jetzt könnten wir schon direkt ein Problem bekommen. Kanokaramturm. Geil. Fängt ja schon mal gut an. Was war denn das für ein Feuerball? Diesmal setzt er die Valkyrie. Reicht aber nicht. Ich mache sowas. Zack. Leute, ich muss mich entschuldigen, da kam mein Dad einfach rein. Und ja, deswegen habe ich jetzt kurz den Platz getauscht. Junge Buddy, als wenn ich einen scheiß Eismagier verteidige hätte. Okay, wir kommen gleich in die Doppel. Ich mach sowas. Vielleicht kann ich da so seine Valkyrie freezen. Oder auch seine Kobolde. Ich denke mal, eigentlich haben wir ihn ganz gut im Griff. Guter Lightning. Zack, zack, zack. Unterbricht den Inferno Dragon. Geilomatico. Okay. Mach wieder sowas. Ich habe aber einfach Lakaine. Oh. Jetzt könnten wir ein Problem haben. Okay. Ich setze mal einen defensiven Lightning. Damit der scheiß Inferno-Drache endlich wegstirbt. Zack. Und ran da. Ran an den Speck. Upsala. Zack, zack. Das ist durch. Damit stehen wir 6-2. Die Challenge macht mir aber auch richtig Spaß, muss ich sagen. Die ist auch echt geil. Ich liebe ja Auswahl-Challenges. Das sind einfach die geilsten Auswahl-Challenges.
Also ich würde schon gern hier bis 7 kommen. Die 50 Feuerbälle würde ich schon gern haben. Geil. Tesla. Den habe ich noch nie gespielt. Ich habe gefühlt nicht mal Ahnung, wie man den spielt. Heilige Kackwurst. Oh, er gibt uns Widerreiterin. Was der Grund war. Dann zeigen wir ihm doch direkt mal, warum er die. Okay. Das ist gemein. Princess. Oh Gott, war das dumm. Kobold Gang. Er nimmt lieber einen Rambock als einen Dingsbums. Als eine Widerreiterin. Jawohl. Dunkler Prinz charge durch. Wir haben jetzt ungefähr gleich viel Damage. Er muss noch was gegen die Prinzessin. Okay, ein Hunter. Ich habe keine Ahnung, wie ich den kontern soll. Ich setze einfach einen Tesla. Mega Minion hätte es nicht gebracht. Ich mache wieder sowas. Alter, der Koboldkäfig ist so stark. Ich hätte so gerne den Koboldkäfig gehabt. Ey, Tesla, du machst ja was noch. Okay. Tesla, bist gar nicht mal so kacke. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt den Elixier-Vorsprung hat. Rakete macht über 430. Okay, ich setze wieder. Scheiß Timing. Ist jetzt sowas. Fällt gerade überhaupt nichts ein. Er hat viel mehr. Okay, er hat fast 1000 Schaden mehr. Oh Mann. Ist jetzt mal ein Königsriesen. Aber er wird eh wieder sein. Ja. Koboldkäfig. Ist jetzt mal jetzt sowas noch. Ah, dunkler Prinz ist durch. Geil. Dunkler Prinz hat richtig krass Damage gemacht. Ich könnte eine defensive Widerreiterin placen. Ich muss entweder. Okay, Widerreiterin ist durch. Ist Rock fast Rocket-Reichweite. Ist jetzt hier einen defensiven Tesla. Ist fast ein Rocket Reichweite. Boah, hier kann ich mal mehr reden. Rambock darf ich durch. Aua, aua, aua. Oh, Scheiße. Er hat komplett verpeilt. Ja, Widerreiterin ist durch. G zu dem G, mein Boy. Let's go, Leute. Let's go. Wir haben einen ganz guten Draft. Ich hätte. Oh, er hat Hex. Er hat Riese, Hexe und Mini-Packer. Er hat eigentlich ein komplett geiles Deck. Inferno-Drache ist zwar ganz geil, aber naja. Barbarenhütte. Uff. Ich setze sie einfach mal. Erstmal direkt so einen Feuerball raus. Oh nein. Treffe ich ihn noch? Nö. Scheiß Hexe muss wegsterben. Ja, moin Leute. Trimax ist ja direkt schon verloren. Eisgeist? Mann, warum hat die Scheiß Hexe das Skelett fast nicht an. Ich habe keine Chance gegen ihn. Er hat ein komplett normales Deck. Er hat Riese Funky. Wer kennt's nicht? Genau, als wenn ich den Ballon durchlasse. Mann, ich mag ihn nicht. Er hat Riese Funky und es ist voll unfair.
Das ist ein komplett normales Deck. Und ich habe ein Deck, mit dem ich noch nie gespielt habe. Ach, komm, Alter, das kann ich gefühlt schon aufgeben. Also manchmal verstehe ich die Drafts nicht. Wie man zum Beispiel einen kompletten Konter haben kann. Zack. Skelettfass kommt auch richtig langsam runter. Komm, setz wieder deinen Riesen. Dann ein Funky. Los. Ja, genau so will ich's. Alter, Riese Funky. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Und er hat noch die Hexe. Nein, das Schild ist weg. Ja, Mini-Packer ist durch. GG. Was will ich überhaupt noch machen? Er hat so ein geiles Deck gehabt. Ich setze irgendwie nochmal alles. Ich versuch's irgendwie. Ey, bitte Skelett, lass dich nicht da ab. Egal. Eisgeist! Scheiße. Gutes Spiel. Verloren. Ach Mann. Der Arme hat keinen Zauber. Pfeile. Ja, brauche noch einen Pfeil. Klingt lustig. Kann nichts machen. Er muss nur durchcyceln. Ist gutes Spiel. Ja. Alter, er hat ein geiles Deck. Riese Funky, was soll ich tun? Leute, das war's mit der Challenge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben, nur guckt euch dieses Deck an. Ich hatte auch kein schlechtes Deck. Die Barbaren, die scheiß Barbarenhütte ist so schlecht. Mano. Egal, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Joint den Clan MVP und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.